Einmal eine Minute richtig mal durchliken, bis wir die 100.000 schaffen, Leute. Eine Minute. حبيبي علي سفاري أحلى علي سفاري والله ريما فين دانك ريما Bandito, Bandito, Bandito. Wie geht's dir, Bandito? Alles gut? Ria, ich weiß, ich habe auch gelesen, aber ich bin irgendwie eingeschlafen. Alhamdulillah, wie geht's dir, Bandito? Alles gut? André, Walaikum Salam. Leute, einmal. Katalea! Wie geht's dir, Katalea? Leute, einmal durchliken, dass wir die 100k durchhaben, Leute. Fokri, ey, ich bin doch auch nur ein Mensch, Alter, oder? Freut mich, Katharina, freut mich, dass es dir gut geht. Berry, grüß dich, Berry, wie geht's dir? Patrick, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Was? Schlingel? Erlend, grüß dich. Doc, Salam minnak, Anna. Salam minnak, Wallah, Doc. Habibi Khaled. Habib Albi Khaled. Ja, nein. Doc, möchte ich nicht. Salam minnak, Wallah, Salam minnak. Ich meine es ernsthaft. Salam alaikum, Saifullah. Shirin, grüß dich. Ja, Jung, ja, deswegen macht er so. Deswegen schießt er gegen mich, damit ich die Strafen mache. Voll geile Liebe, Bruder. Doc, wenn du mir jetzt eine Rose, eine einzige Rose von Herzen schickst, aber wirklich von Herzen. Nein, nicht die, warte. Warte, Bruder, warte. Warte. Wenn du mir jetzt eine einzige Rose schickst, nur eine Rose, von Herzen. Ja, Ami, warte. Eine Rose von Herzen. La hawla wa la quwwata illa billah. Siehst du jetzt die Leute? Der ärgert mich immer noch. Sagst du ihm, warte, er schickt eine Rose von Herzen, dann ist alles wieder gut. Jetzt. Siehst du. Velo, alaikum salam, alaikum salam. Aywa, Doc. Tamam, khalas, ruh. Lukas, alaikum salam, alaikum salam. Mimi, Laura.
Shirin, ich danke dir. Oh, Hermann, grüß dich, Nadine. Was habe ich? Boah. Ich habe geschlafen, bis wann? Bin aufgestanden, dann bin ich wieder geschlafen, bin eingeschlafen, wieder aufgestanden, wieder eingeschlafen. Leute, einmal, passt auf. Einmal eine Minute durchliken, bis 100, bis wir die 100k erreichen. Ab jetzt. Nein, Junge. Hier hat überhaupt nicht geregnet. Ist er nicht aktiv? Maschallah, ja, Junge, ich weiß. Vorgestern hat hier den ganzen Tag geregnet. Aber richtig, 2 Tage hintereinander. Ohne Pause. Ja, oh, Ahmad Elias, Salam alaikum. Genau, Fukri. Wir müssen sammeln für morgen. Aber Leute, ich muss euch was sagen. Edwinia, grüß dich. Edwinia hat wieder ein neues Foto. Jani hat gestern, der hat mir heute geschrieben, der hat abgesagt, der schafft das nicht morgen, weil er irgendwie... Nein, Fukri, nein. Jani hat abgesagt morgen, weil er schafft das nicht. Wir haben das für nächste Woche verschoben. Also brauchen wir einen Gegner, aber ich glaube, Selina, kann sein. Kann sein, aber muss nicht sein. Ja klar, man sieht das sofort, Edwinia. Ich glaube, ja, Mois ist morgen wieder da, heute oder morgen wieder da. Ich habe heute auch mit ihm geschrieben. Also auf jeden Fall haben wir einen Gegner für morgen 23 Uhr. Wir kriegen das hin, Leute, wir kriegen das hin. Salam alaikum, salam alaikum. Morgen früh. Fukri, woher weißt du das? Bruder, woher weißt du das? Lopi. Ja, voilà, du bist Fuchs. Ja, Fukri, ich weiß. Hier, Barry schreibt, du bist FBI. FBI, CIA, ganze Geheimdienst. Hat er selbst gesagt. Also ist er morgen wieder dabei. Okay, dann haben wir ja einen Gegner. FBI ist Fukri. Yang Yang, ich glaube auch. Leute, wir essen gerade live. Heute ist Samstag. Wo sind die alle? Alle auf Partys und so, ne? Ludi, salamu alaikum.
Yes, Akadine, das hätte ich auch fast gemacht. Leute, einmal noch, dass wir die 100k schaffen, einmal durchleiten. Ab jetzt! Minu, Alhamdulillah, wie geht's dir? Salam alaikum. Ludi Ademi, wie geht's dir, Bruder? Was stand da? Oh, Ludi Ademi, Assalamu alaikum. Was? Ich bin maskuliner Mann bin. Alter, Wallah. Leute, Leute, Leute. Die Leute sind ein bisschen. Okay. Mal gucken, wir melden mal diese Meskel an. Mal gucken, was. Aber eigentlich wollte ich diese Erbrete. Was ist das denn? Ja, Alter, ich muss mich um den Typen kümmern, leider. Ich bin mit denen. Wir haben hier gerade Zerstörung. Salam alaikum. Habibi, salam alaikum. Wir haben hier gerade pure Zerstörung. Und was spielt ihr gerade? Um alles. Jetzt geht gerade um alles. Ohne Ehre, ohne nix. Komplette Zerstörung. Habibi, der hat sowieso keine Ehre, Bruder. Warte. Ich halte mich da raus. Bis später. Salam alaikum. Habibi. Die reden mir von Ehre und mal Ehre. Alter, Leute, was ist denn passiert hier? Wer ist das denn? Mal gucken. Okay, Alter, Leute, wer ist denn hier? Ist doch keiner da. Ist einfach keiner da. Oh, TT, wie geht's dir, Bruder? TT, ich guck mal rein. Da ist, Leute, ihr seid ein bisschen zu schnell. Luay, alaikum, salam. Big Match ist morgen, Leute. Morgen um 23 Uhr. Aber vielleicht finden wir heute einen so für einen leichten Snack. TT24, alles gut, Bruder. Amanda, grüß dich, Amanda. Wie ein Snickers. Wir finden gleich einen für einen kleinen Snickers. Snickers Snacks. Aber
Ein kleiner Snack. Nils, warte, ist glaube ich gesperrt. Was? Warum ist der gesperrt? Wieso das denn? Was hat der jetzt gemacht? Wartet. Nee. Hallo? Salam alaikum. Wo bist du? Ich bin live. Ja. Warum? Wochenende hast du zu tun heute? Willst du Party machen heute? Oder man geht nicht um diese Uhrzeit raus. Nico. Komm mal erstmal rein, komm rein. Ich warte auf dich jetzt erstmal sofort. Ist doch kein Problem, Mann. Du bist Gangster-Rapper. Du bist holländischer Gangster-Rapper. Nico, servus. Wie geht's dir, Nico? Komm jetzt sofort. Hatte. Holländer kommt. Nico, wie geht's dir, Nico? Nico, heute kommt jetzt, Holländer kommt jetzt. Wir rasieren ihn ein bisschen, wir quälen ihn ein bisschen. Yo! Alenia, grüß dich. Mit wem? Mit Couch? Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Ich werde dazu über diesen Couch werde ich noch was sagen, damit ihr so die ganze Geschichte versteht. Mike! Ja, krass, was er heute. Von sich. Kitty, ja. Ich sag euch, warum dieser Couch so redet. Ich sag euch jetzt, warum er so redet. Er hat mich gestern angerufen. Er hat mir gesagt: Ja, Salam alaikum, Yasser, wie geht's dir? Was machst du? Bla bla bla. Ja, tut mir leid, dass ich das gemacht habe, dass ich abgehauen bin und dass ich dir den Löwen nicht geschickt habe. Seine Schulden. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf einmal habe ich gesagt, ja, da hat er mir über viele Leute erzählt. Den und den und der kennt den und der kennst du den und kennst du den. Ich will hier jetzt keine Namen nennen. Dann hat dieser Coach Frankie. Sha Abu Chaka, hi. Ganz kurz, kein Wort bitte, ganz kurz, ja? Dann hat dieser Coach Frankie mir gesagt, Yasser, Coach Frankie hat eine Lieferung Waffen bekommen und die will er verkaufen. Ob ich jemanden kenne? Ich habe ihm gesagt, Coach Frankie, ich habe mit so einer Sache nichts zu tun, ich will mit so einer Sache nichts zu tun haben. Ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Ich habe mit solchen Geschäften nichts zu tun. Versteht ihr, Leute? Dieser Coach Frankie ist Zuhälter und verkauft Waffen. Ich meine das ernst. Okay, ich habe mich nie mit ihm getroffen. Ich werde mich mit ihm nie treffen. Ruft mich an, will nach Berlin kommen, macht diese ganze Show. Der Typ hat mir am Telefon, er hat eine Waffenlieferung bekommen. Und er will diese Waffenlieferung loswerden. Versteht ihr, Leute? Deswegen die Waffe auch damals, wo er nach Papa Ari kam, wo Arafat ihm gesagt hat, pack die Waffe weg, bevor ich sie dir hinten reinschiebe. Ich schwöre bei Allah. Leute, guckt, und wenn ich sowas sage oder Arafat euch das erzählt, Arafat hat ihn letztens nur in Schutz genommen. Nur in Schutz. Der Typ verkauft Waffen, echte Waffen.
dieser Coach Frenkie, verkauft echte Waffen. Er hat vor 2 Tagen eine große Lieferung Waffen bekommen und fragt mich, ob ich einen Abnehmer habe. Frenkie, ruf mich nie wieder in deinem Leben an. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Hast du mich verstanden? Und dann erzählst du über andere Leute, der und der. Du willst Aufmerksamkeit, du willst Fame. Rufst du mich an, lass uns das machen, lass uns dies machen. Lass uns die Leute verarschen, lass uns die Community verarschen, damit wir Geld verdienen. Bruder, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich verarsche keine Community. Verarsch deine Community, verkauf deine Waffen selber. Ich will damit nichts zu tun haben, damit die sagen wieder, du rufst mich an, du hast eine Lieferung, Waffen bekommen, irgendwelche Handgranaten und keine Ahnung. Bruder, ich sag dir nochmal, lass mich in Ruhe. Ich werde mit dir nie wieder was zu tun haben. Und hör auf, Arafat anzurufen. Arafat hat mich gestern, vorgestern, vorvergestern, er sagt mir, was ist mit diesem Frenkie los? Er hört nicht auf, mich anzurufen. Du drohst Arafat, wenn er mit dir nicht arbeitet, dann wirst du irgendwelche Sachen hier einfach erfinden. Ja? Dann rufst du mich an, Frenkie. Und du willst, sag mal, geht's dir noch gut? Nimm deine Waffen und geh woanders damit. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Und du kannst hier erzählen, was du willst, Frenkie. Bei Allah, das wird dir keiner abkaufen. Verstehst du? Es ist egal, ob ich Probleme habe, nicht Probleme, das ist meine Probleme. Jeder Mensch hat Probleme. Okay, aber hier zu tun und Leute, Team Herz, wir sind Liebe. Okay, und mich anrufen, ob ich irgendwelche Abnehmer kenne, die Waffen haben wollen? Nein, Bruder, da bist du hier im falschen, bei mir bist du an der falschen Adresse. Ich will und habe mit sowas nie zu tun gehabt. Okay? Frenkie, das sage ich dir, das ist ein gut gemeinter Rat. Nimm deine Waffen und gib die lieber, schmeiß die weg oder keine Ahnung, was du damit machen willst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich will mit dir nichts nie wieder in meinem Leben zu tun haben. Und hör auf, mich anzurufen. Und hör auf, Arafat anzurufen. Das sage ich dir. Hör auf, Arafat anzurufen. Arafat hat genug Probleme, hat genug zu tun. Er will mit dir nichts zu tun haben. Wenn du nicht mit mir arbeitest, ja, dass wir mit dieser Fitness-Sache, dann erfinde ich Sachen und werde sie im Netz, weil wir die ganze Zeit, Frenkie, weil wir die ganze Zeit leise sind. Denkst du, wir sind schwach? Weil wir nie was sagen dazu. Der greift uns an, der redet über uns. Denk doch mal ein bisschen nach. Denk doch mal ein bisschen nach. Weil wir nie was sagen. Fängst du an, du redest über uns einmal, zweimal, zehnmal. Bis wann? Wallach, wir wissen Sachen über dich. Wallach, die weißt du selber nicht. Leb dein Leben und lass uns in Ruhe. Ich sage dir das wirklich im Guten. Leb dein Leben, geh deinen Weg. Ich gebe dir noch einen guten Rat. Hör auf mit dem Waffenhandel. Und das war's, Frenkie. Okay? Willst dich hier als gut stellen? Verstehst du, was ich meine? Ich wünsche dir alles Gute. Und lösch meine Nummer auch. Ich hab dich blockiert. Ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Das war's, Leute. Das ist die ganze Geschichte, warum Frenkie das macht, was er heute macht. Das schwöre ich euch. Ich habe eine Frage. Ja. Meinst du, Coach Frenkie? Ja. Was er verkauft, die Waffen. Ja. Meinst du, er unterstützt Israel? Bruder, das weiß ich nicht. Ich sag nur, was ich weiß. Ich erfinde keine Sachen, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe ein Handtuch. Guck mal, warte, Holländer, ganz kurz. Ich habe heute gesehen, dass Frenkie irgendwas gesehen hat. Ja, hör, guck, schau zu. Warte, lass mich kurz ausreden. Nein, lass mal kurz. Er hat mich er hat irgendwas gesagt im Internet. Arafat hat mich gestern und vorgestern angerufen. Bei Allah, ich sage dir, bei Allah. Er hat mich gestern und vorgestern, er sagt, dieser Coach Frenkie, er sagt zu Arafat am Telefon, wenn du nicht mit mir arbeitest, bei der Fitness-Sache, werde ich gegen euch im Netz schießen. Also dieser Coach Frenkie denkt, er kann Arafat erpressen. Verstehst du? Er kann mich erpressen.
Ja, mir Frankie, lass uns doch in Ruhe. Geh doch, mach doch. Ich hab ihn, er hat gesagt, rede, was du willst, interessiert mich nicht. Die Leute erfinden doch sowieso hier Sachen. Verstehst du, was ich meine? Die erfinden Sachen, damit sie Zuschauer haben wollen. Das weiß doch auch jeder. Aber wir halten immer und letztes Mal hat Arafat gesagt, nein, es gibt nicht. Die Polizei war bei Frankie und hat ihm die Tür eingetreten. Das ist alles Lüge. Das ist alles Lüge. Weil wo ich ihm gesagt habe, zeig mir die Tür, hat er keine Tür gezeigt. Und guck mal, halt dich jetzt fest. Ich schwöre bei Allah, ich habe eine Aufnahme. Ja, weil guck mal, Bruder, ich muss mich schützen. Verstehst du, was ich meine? Vor so einen Leuten wie Frankie muss ich mich schützen. Ich muss mich schützen, Bruder. Alles, was ich mache, ich schütze mich. Er ruft mich an, er sagt mir, er hat eine Lieferung Waffen bekommen, Bruder. Er ruft mich am Telefon an, er sagt mir, er hat eine Lieferung Waffen. Ich dachte, ich spinne. Sag, was macht der Typ? Sagte Frankie, ich habe mit sowas nichts zu tun, willst du mich verarschen? Bruder, schnelles Geld und Blied. Ich will kein schnelles Geld. Ich wusste schon. Ich habe mit dieser Welt nie nichts mehr zu tun. Ich wusste schon von Anfang an, dass das ein falscher ist. Wallah. Bruder, Zuhälter. Bruder, das weiß ich alles. Guck mal, ich schwöre dir bei Allah, sage ich dir. Es schreiben mir kleine Mädchen, die wollen ihn bloßstellen, die er verarscht, von denen er Geld nimmt, ja? Sich Wallah, privat mit denen trifft. Wallah, mein Herz brennt. Ich schwöre auf Koran. Bei Allah. Mein Herz brennt. Weißt du, was ich diesem kleinen Mädchen gesagt habe? Geh zur Polizei. Zeig den an. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Verstehst du? Ich bin weder Richter, noch Staatsanwalt, noch Polizei. Ich will nur in Ruhe lassen. Ich komme hier in mein Live. Ich komme mit dir. Ich lache mit dir, Bruder. Ich lache mit Barella. Ich unterhalte mich mit meiner Community. Bruder, mehr will ich doch nicht. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich hab neun Handtuch, Jascha, ne? Guck mal, ich hab neun Handtuch. Weißt, was man mit dem Handtuch machen kann? Jascha. Was für ein Handtuch? Ja, was denn? Zeig ich dir. Guck mal, Jascha, warte. Das ist dieser Handtuch, ne? Das ist ein Handtuch. Guck mal, Jascha. Guck mal, was man mit dem Handtuch machen kann. Damit kann man sich schön hier sauber machen mit dem Handtuch. Das kann man hier schön sauber machen. Valenda. Hier. Guck mal, das kann man hier alles sauber machen. Holländer. Pack das mal bitte weg. Das gehört jetzt hier nicht hin, Bruder. Alles gut. Frankie ist nicht gut. Das ist ein Handtuch. Damit kann man schön hier sauber machen. Okay, guck mal, ich rede gerade über ein Thema. Ich küsse dein Herz. Holländer, ich küsse doch dein Herz. Hör bitte auf damit. Das ist das, was ich sagen wollte, Leute. Dieser Frankie er spielt ein falsches Spiel. Ich habe ihn vom ersten Tag, wo er mich angerufen, habe ich diesen Menschen durchschaut. Holländer, pack das doch mal bitte weg. Holländer! Ich mach nur kurz was sauber. Da ja. Was macht der da gerade? Leute, was ich euch damit sagen will, dieser Coach Frankie ruft mich jeden Tag mehrere Male an. Ich habe ihn auch zwei, dreimal blockiert. Ich habe ihn gestern war das? Leute, ich will jetzt nicht lügen, gestern Nachmittag war das. Habe ich mit ihm telefoniert. Leute, ihr müsst hör auf damit. Ihr müsst euch mal vorstellen, was er mir anbietet. Hört zu, was er mir anbietet. Leute, ihr müsst euch mal... Habibi Hamid Khan. Er sagt, lass uns eine Show machen. Er will eine Show machen, damit die Zuschauer kommen. Und er will seine eigene Community verarschen. Ja, und er will so damit sehr viel Geld verdienen. Dann habe ich ihm gesagt, ja, das kannst du machen, aber nicht mit mir. Ganz einfaches Ding. Das kannst du machen, aber nicht mit mir. Aber Leute, hört zu. Ich habe weder über ihn geredet, noch habe ich ihn schlecht gemacht.
alles, was ich mit ihm geredet habe, war im Live. Ich habe ihm gesagt, er solle damit aufhören. Er solle damit aufhören. Leute, ich will euch was erzählen. Wir wissen sehr viel über jeden. Aber wir würden das nicht erzählen. Aber was hier Frankie versucht zu tun, damit er hier irgendwelche Reichweite kriegt, auf anderen, ja, Leute, hallo, ich sage offen und ehrlich, ich habe sehr viel Probleme in meinem Leben gehabt. Ich habe nie gesagt, ich bin ein Engel. Nein, ich bin kein Engel. Ich habe sehr viel Scheiße gebaut. Und ich kann euch nicht erzählen, wie viel Scheiße ich gebaut habe. Aber ich habe einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, Schluss. Und jetzt kommt ein Coach Frankie, ruft mich an. Bruder, das ist Hamburg. Deswegen, versteht, was er gesagt hat. Hamburg und hier, und hat eine Lieferung von Knarren bekommen, Handgranaten und... Leute, ich schwöre es euch, ich habe einen Schock bekommen. Wisst ihr, was ein Schock? Ich habe einen Schock bekommen. Was labert dieser? Sag, Frankie, gut, hast du das alles bekommen? Ja. Nimm deine Handgranaten, nimm deine Knarren, verkauf die selber, aber lass mich in Ruhe. Versteht ihr, Leute? Er soll das machen, aber er soll weit weg von mir bleiben, weit weg von mir. Kalt, ne? Und jetzt, Frankie, ich sage dir, ich gebe dir mein Wort. Ich werde dich nie wieder erwähnen, nie wieder mit dir zu tun haben. Rockmann, Palästin, Free mit, falsch, mit falschen Menschen will ich auch nichts mehr zu tun haben. Ja? Ich das war's. Palästin. Leb dein Leben, verkauf deine Knarren woanders, deine Handgranaten. Aber ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich habe mich nie mit dir, ich habe dich noch nie in meinem Leben live gesehen. Außer das eine einzige Mal, ich habe ihn nie gesehen. Er war einmal bei Papa Ari, hat da auch, wollte eine Knarre ziehen, ja, und hat eine Knarre gezogen, und dann hat ihn Arafat gesagt, steck die Knarre weg und verzieh dich hier. Und die Geschichte ist wahr. Arafat wollte ihn nur in Schutz nehmen, damit die Bullen bei ihm nicht einreiten. Er hat Angst vor den Bullen, kann über andere irgendwelche Lügen erzählen. Aber wenn es um ihn geht, kriegt das Flattern. Nein, guck mal, ich sag's nochmal. Und vor jedem werde ich das sagen. Du bist ein Waffenhändler, ein Zuhälter. Und du trägst immer mit dir eine Knarre. Immer. Aber gut. Das war's, Leute. Ich rede nicht mehr über ihn. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Holländer. Ja, Bruder. Was macht's für dich? Kannst du entscheiden, mein Freund. Was? Kannst du entscheiden, mein Freund. Ich kann entscheiden? Ja, mein Freund. Du kannst entscheiden, mein Freund. Holländer. Ja. Du kannst entscheiden. Mein Lieber, du willst spielen? Können wir gerne spielen. Hier will ich gerne Spiele spielen. Was ist mit dir los, Alter? Sag du. Du lachst. Erstmal zum Einwärmen, okay? Zum Einwärmen. Warum lachst du? Zwei Eier, zwei Knoblauch, mach. Warum lachst du, mein Freund? Mach! Ich mache. Alter, was ist mit dem los? Nimm das Spiel an, mein Kleiner, mein Freund. Leute, noch ein Abo gibt es fünf, glaube ich, umsonst. Bis eins, mein Lieber? Mach doch! Bis eins? Bis eins, ja. Okay, sehr gerne. Nehmen wir nur das Spiel an. Ey, bis eins heißt, guck mal, ich habe so gemacht. Also zwei. Eins, nein, oder zwei? Bis eins. Liked alle auf meinen Kopf, danke Ibo für 7, danke Barellemann, liked alle auf meinen Kopf, liked alle auf meinen Kopf, alle auf meinen Kopf liken, alle auf meinen Kopf liken, alle auf meinen Kopf liken. Ai, alle zusammen auf meinen Kopf liken, alle zusammen auf meinen Kopf liken. Der Typ, der will mit mir spielen, okay, dann soll er mit uns spielen. Dann soll er einfach verlieren und zwei Eier trinken und zwei Knoblauch, der Typ will mit mir spielen. Ja, mein Lieber, du willst spielen. Du kannst so schnell reden, weil du Rapper bist, sei ehrlich. Elke Tag bin ich weer, mit Bracka Boy, von der Rasse bei meiner Mutter, da sag mir beinahe nooit, was in der Gefängnis, was mein Bruder, ist der Einige, die da was mein Mutter. Pau. Dat vind ik helemaal niet leuk.
Get it with a gang, with a get it with a day. Sit with a gang, with a name in a bay. Ja, 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 ja. Ich bin Jascha, aka. Ne, Jasper. Oh, Sana. Leute, kommt alle zusammen. Kennst du das, ey? Kennst du das Lied? Ein Anruf von Chelo. Brate, komm vorbei. Ich mach dir einen Vertrag. Bei drei. Leute, da ist irgendjemand bei ihm. Er macht Nico. Leute, 21 Rosen. 21. Coach. Frankie, komm. Verzieh dich. Du brauchst nicht zu schleimen, Frankie. Okay, du brauchst nicht zu schleimen. Danke. Waffenhändler. Leute, bei mal drei. Alle Gas geben, Leute. Bei mal drei, alle zusammen. Leute, gebt Gas bei mal drei. Alle bereithalten. Leute, alle bereithalten. Nice, alaikum salam. Kitty, alaikum salam. Leute, alle bereithalten. Warum dauert das so lange? Alles mal drei, Leute! Alles mal drei, Leute. Damse, ich küsse dein Herz. Leute, alles mal drei! Mr. Brownie, Leute, alles mal drei! Nico! Alles mal drei! Die Falke, ich küsse dein Herz, du Ehrenmann. Eki! Leute, alles mal drei, MPU Eki. Alles mal drei, Leute, alles mal drei, die werden snipern. KH! Gamse, ich küsse doch dein Herz, Gamse, ich küsse dein Herz. KH! Leute, jetzt! FD! Jetzt, Leute, jetzt! Jetzt! Alter. Guck mal, wer die gerade spendet. Guck mal. Alter. Der Waffenhändler. Der Alter, Waffenhändler Frankie. Spendet dir. Der Waffenhändler. Was geht dir ab? Guck mal, bei allem Respekt, ja? Bei allem Respekt. Er hat gerade umsonst geschmissen. Bruder, bitte mach deine Strafe. Für ihn mache ich gar nichts. Bruder, er denkt, er ist schlau. Er kommt hier, wirft, macht. Bruder, das ist ein Waffenhändler. Frankie. Wie kann ich ihn denn blockieren hier bei mir? Wie kann ich ihn blockieren? Ich bin dir dankbar, Digga. Wie kann ich ihn blockieren? Ich bin dir dankbar. Ich muss mich bedanken. Ich bin dir dankbar, Coach. Okay, bedank dich bei ihm, aber danach bin ich raus. Bedank dich alleine bei ihm, okay? Ich mach die Strafe, danach... Ja, ich muss mich bedanken. Du musst gar nichts, okay? Du musst gar nichts. Bedank dich bei ihm, geh sogar zu ihm. Ist besser, geh zu ihm. Geh dann zu ihm. Danach, wenn fertig ist, geh zu ihm rein. Mach mit ihm, was du willst. Das ist, guck mal, siehst du, was für ein hinterhältiger Mensch dieser Mensch ist? Siehst du, was für ein hinterhältiger Mensch? Dieser Waffenhändler will mir ein paar Kisten Waffen andrehen. So, Jasper. Können wir ihn kurz reinholen, ohne jetzt Fitna zum... Wallah. Wallah, bei Allah, niemals in meinem Leben. Können wir ihn nicht kurz reinholen? Salam alaikum, ich bin raus, tschüss. Geh mit ihm allein rein. Ich komme hier, erzähle, ich hol dich rein, dann kommst du mir, holst du mich rein. Tschüss. Was ist das für ein Mensch, Alter? Ich möchte mit keinem streiten. Ich will nicht, dass du irgendwie seinen Namen erwähnst. Guck mal, Bruder. Ich rede nicht von meinem Fuß, Bruder. Was ich sage, ich halte mein Wort. Und was ich sage, stimmt. Ich bin kein Coach Frankie. Ich ende meine Meinung wie meine Socken. Okay? Ich bin nicht von diesen Leuten. Heute sage ich so, dann sage ich so, dann ich stehe zu meinem Wort. Was ich sage, das bin ich. Nochmal. Ja, schau, du sollst zwei Eier essen und zwei... Hör mir mal zu. Verstehst du, was ich dir sage? Und dann kommst du mir, weil er dir ein paar Punkte geschickt hat, willst du gleich Arsch kriechen. So ist das. Und du bist drauf reingefallen. Und noch was. Er schuldet mir einen Löwen. Das kannst du abziehen.
Und wenn er Punkte macht, ist vorbei. Jascha. Du sagst. Alter, wie falsch dieser Mensch ist. Seht ihr, Leute, wo Fame ist er. Wo Geld ist, da ist er immer. Aber ich gebe dir mein Wort, Frankie. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Ich werde dich weder noch erwähnen, noch mit dir irgendwann irgendwie mit dir reden. Das war's. Ich sag dir nur ein einziges Mal. Lass mich in Ruhe. Hör auf, Arafat anzurufen. Okay? Hör auf, Arafat anzurufen. Und geh deinen Weg. Und verkauf deine Waffen woanders. Salam alaikum, Frankie. Du willst mir in die Fresse hauen. Das geht nicht. Jascha, Jasper, du sollst zwei Eier und Knoblauch essen. Nein. Jasper, Jasper, du sollst zwei Eier... Jasper! Hallander. Hallander. Guck mal, ich kann man mit denen... Ich, wenn ich dir sage, bleib ein bisschen ernst, bleib doch ein bisschen ernst. Oh, guck mal hier, Jasper, guck mal. Guck mal. Nein, Wilo, mach ich auch nicht, mach ich auch nicht. Du sollst, kann ich weiß nicht, wie viel er will. Du sollst zwei Eier. Seht, versteht ihr, Leute? Der ist 24 Stunden. Der Typ beobachtet mich. 24 Stunden. Der Typ beobachtet mich 24 Stunden. Schlimmer als die Polizei, ne? Ich schwöre dir. Jasper, du sollst zwei Eier essen. Jasper. Du musst essen. Jasper. Hallo. Warum habe ich dich reingeholt? Wallah, warum habe ich dich reingeholt? Bei Allah, warum? Ich bereue das, dass ich dich reingeholt habe. Okay, reg ich dich wirklich gerade auf? Wallah, du regst mich gerade richtig auf. Bruder, ich rede gerade ein ernstes Thema, Alter. Okay. Ich mache keinen Spaß. Bruder, der Typ ruft mich an, der verkauft irgendwelche Waffen. Sag mal, ist das dein Ernst, Alter? Natürlich regt mich das auf. Okay, Bruder, aber darf ich dich was fragen? Ja, frag. Darf ich dich was fragen? Bei mir und Code Frank, wir hatten eigentlich auch eine Auseinandersetzung. Ich rede ja offen. Ich und Code Frank hatten auch eine Auseinandersetzung. Wir haben uns auch gestritten und so weiter, auch beleidigt und so weiter. Aber da frage ich dich, Wallah, ich meine es gerade auch ernst. Wallah, eine ernsthafte Frage. Also du bist sauer auf ihn, weil er dich angerufen hat und gefragt hat, brauchst du Waffen, brauchst du die Knarre, brauchst du das, das, das? Oder gibt es noch einen Grund? Oder, guck mal. Na, so wie du das gerade jetzt alles erzählt hast, weiß ich ja nur... Du bist ja danach reingekommen. Du bist ja, danach, ich hab das alles erklärt. Ich hab das alles erklärt. Wie kann ich ihn denn, blockieren hier, diesen Coach? Wie kann ich ihn hier blockieren? Ich will ihn hier blockieren. Er hat gestellt, dass man ihn gar nicht blockieren kann. Der hat doch diese Ding. Der hat das so eingestellt. Ich wollte ihn auch blocken, aber es hat nicht geklappt. Der hat das so eingestellt. Ja, Leute, blockiert bitte diesen Coach. Blockiert ihn alle. Jeder, der mich mag, soll diesen Coach blockieren. Fukri, vielen Dank. Leute, Wallah, ihr seid die Besten. Ich küsse eure Herzen, Leute, bei Allah. Bei Allah, ich küsse eure Herzen. Okay, was macht Verlierer? Aber eigentlich, du musst echt zwei Eier essen und zwei Knoblauch. Weißt du was? Weißt du was? Ich will nicht so, ich schick dir nachher was vom Herzen, ist okay? Du brauchst mir gar nichts zu schicken, Bruder. Bruder, dich vom Herzen. Du musst was verstehen. Wenn es von Herzen kommt, ist was anderes. Allein, dass ich dich gefragt habe, dass ich dich besuchen kann und du zu mir gesagt hast, du kannst sogar bei mir schlafen, du kannst alles bei mir, das reicht mir. Ich möchte nichts von dir, danke. Das reicht mir, wenn ich dich einmal besuche in Berlin und dass ich mit dir ein Wochenende... Sergei, Bruder, Wallah, bei Allah, ich sage dir, du bist immer herzlich willkommen. Das habe ich euch auch privat gesagt. Barella habe ich das gesagt. Zu jedem habe ich das gesagt. Könnte ich meine 10 Cousins auch mitnehmen? Nein, das ist zu viel. Was ist los mit dir?
Komm, du alleine mit einem Freund, okay, aber 10 Cousins? 10 Cousins, ja. Jasper, du hast doch genug Platz. Ansonsten können die auch im Stehen schlafen, wenn da kein Platz ist. Ich schlaf so oder so im Stehen. Zeig mir mal, wie du im Stehen schläfst. Aber Bruder, heute siehst du irgendwie, heute siehst du gut aus. Louis Vuitton Schuhe, Louis Vuitton Dings. Wolltest du gerade deinen Style zeigen? Wolltest du gerade deinen Style zeigen? Nein, du wolltest nämlich im Stehen schlafen. Das ist ja gut. So schlafe ich. Aber Walla sieht gut aus heute, Jasper. Walla, sei ehrlich. Nice. Der ist wirklich durch. Walla sieht gut aus heute? Ja. Aber warum hast du dich so fresh gemacht? Ich geh aus, Jasper. Ja? Aber ich hab, Walla, im Ernst, Jasper, ich hab überlegt. Hallo. Ja, Jasper. Ja. Hör auf damit, sag ich dir. Mit was denn, Jasper? Mann! Weißt du, da sitzt der 8 Stunden vor der Kamera. Sag ich einmal Jasper, dann dreht der am Rad. Wo ist denn dein, zeig mal, wo ist denn dein Skinny? Skinny Bracker, wo ist Skinny Bracker? Ist kein Skinny. Wo ist Skinny Bracker? Hier, guck, es reizt nicht Thunderfall. Hier. Aber was heißt Thunderfall? Hier Thunderfall, normal Bracker. Mann! Gib mir ganzen Tag hier auf die Nüsse. Thunderfall heißt Leggings? Ist das eine Leggings? Nein, guck mal. Ich erklär dir. Wie heißt das? Oh, Angela Merkel ist beigetreten. Hallo, Frau Merkel. Merkel-Kahba. Wie heißt das? Anne ist ein Slangwort. Aber ganz ehrlich, wie fühlst du dich denn wohl mit der Hose? Das ist doch richtig eng. Nein. Ach Quatsch. Stehst du auf enge Sachen? Auf als ob ich eng mag? Nee. Sachen. Nee. Über Sachen. Lieber, ja doch, eng ist gut. Eng ist gut. Enge Sachen, Klamotten, enge Klamotten. Ach, Klamotten! Eng? Nein, ach Quatsch. Holländer! Ja? Aber guck mal, ich versuche mit dir eine Diskussion zu führen, ja? Sehr gerne, Jascha. Okay. Ja. Aber, Bruder, ich weiß nicht, du gibst mir das Gefühl, dass ich dich nicht ernst nehmen kann. Stimmt das? Guck mal, Bruder, wenn man eine ernste Diskussion führt, muss man ernst bleiben. Jetzt beantworte mir, kann ich dich ernst nehmen oder nicht? Ja. Wo ist Barella? Ist Barella da? Wo ist Barella? Hol ihn rein. Du bleibst heute zu Hause. Ich muss gleich weg, Wallah bei Allah. Wallah, ich lade gerade Barella ein. Grüß dich, hi. Hey, wie geht's euch? Ja, soweit, alles in Ordnung. Mach. Wer ist das? Barella? Ja. Was ist das für eine Maske, Alter? Ja, Ria. Meine Maske. Niemals trage ich Skinny. Die sind mir zu eng. Ich brauche Luft. Luft. Der hat ja keine Luft mit der Hose. Was war mit dem Coach vorhin? Nix, alles gut. Ja, Thema, Thema beendet. Ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Thema beendet, Barella. Sonst denkt er noch, dass ich für ihn irgendjemand brauche oder irgendjemanden vorschicke. Du kennst doch seine Politik. Mach mal kurz die Maske ab. Barella, mach mal bitte die Maske ab kurz. Ja. So sieht doch viel besser aus, Mann.
So siehst du doch viel besser aus. Susanna, gute Nacht. Aber was ist mit Coach? Also, was hast du Stress mit ihm, oder? Nein, nein, alles gut. Ich habe keinen Stress mit ihm. Sicher. Guck mal, du musst etwas wissen, Barella, ja? Ja. Wenn Personen nonstop über jemand reden, ja, dann musst du wissen, diese Personen sind einfach nur Fans. Verstehst du? Bei Allah, ich meine das wirklich ernst. Okay. Das sind Fans. Mehr sage ich nicht dazu. Danke für die Cap. Ja, Alter, ich komme aus Ingolstadt, ja. Irgendwann reicht doch, Alter. Nein, nein, alles schreib gut. Schreib mir. Kann ich kurz Coach zeigen, dass... Barella! Warte! Barella! Warte! Warte! Barella aus! Genau so ist es, Sene. Genau, siehst du Barella? Er sagt auch, Jascha sagt auch, genau so. Ich sage Barella aus, Jascha sagt genau so. Nein, ich habe gesagt, genau so ist es, Zeynep. Ich war nicht deiner Meinung. Ach so. Barella, was mach, ey, Alter, Walla, das... Was machst du denn da? Skinny Praga, wohin gehst du? Boah, ich hab dir doch gesagt, ich könnte eine halbe Stunde live. Aber ich schicke alle meine... Aber wohin gehst du jetzt? Wohin? Warte. Stellt euch bitte eure Fitnessfrage. Ja. Ja, mein Lieber, ja. Könnt ihr euch bitte meine Fitnessfrage stellen? Man sieht dein Gesicht nicht ganz. Du bist ja nur Quadrat bei uns. Und bei dir bist du lang. Deswegen... Stell mir bitte deine Fitnessfrage. Ja, mein Lieber, ja. Boah, mit Kopfhörer, das sieht so echt aus. Alter, ich küsse dir das. Aber das ist so lustig, ja, mit diesem Ding. Immer mit Kopfhörer hier. Okay, Barella, reicht. Reicht. Barella, echt. Barella aus. Wo warst du die geile Brille? Die ist gut, ne? Aber die ist zu groß. Die ist gut, gut. Leute, ich muss, geht alle, schöne Jacke. Oh, danke. Wohin gehst du, Holländer? Bruder, ich geh zu einem Freund von mir nach Hause. Junge, bleib mal zu Hause, ja. Was für raus? Wallah, ich geh seit... Ja, bleib doch mal zu Hause, Alter. Wohin gehst du um 12 Uhr nachts nach Hause? Ist dein Ernst? Ich geh zu meinem Freund nach Hause. Gestern hast du noch was erzählt von... unter der Haustür hat mich schockiert. Ja, was suchst du nachts draußen? Hab ich recht oder nicht? Ja, Walla. Er sagt, gestern ist was passiert. Jetzt, er geht vor Haustür. Pass auf, dass nicht dein Tees auseinandernehmen, Holländer. Dein Tees. Pass auf, dass nicht dein Tees auseinandernehmen. Ich bin in Holland geboren und aufgewachsen. Da ja, gibt Junge. Es mich. Da gibt es, ich kann sogar um 2 Uhr morgens rausgehen. Meine Eier sind bei mir. Aber meine warte. Eier. Aber bleib doch mal zu Hause, was ist denn los mit dieser... Ja, stell dir vor, du gehst jetzt raus... Ich danke dir so. Du gehst raus und passiert was. Wenn du zu Hause bist, bist du in Sicherheit. Bruder, ich bin jetzt gleich auch in Sicherheit. Ja, du bist nicht mehr sicher vor deiner Haustür. Bruder, hör auf damit, ich geh sofort raus, wenn du das willst. Hä, was? Siehst du? Siehst du, wie du darauf reagierst? Deswegen meinen wir das doch nur gut und bleib zu Hause. Wallah, ich bin schon so lange nicht draußen, ich bin jeden Tag zu Hause. Immer live, wallah. Besser. Was will ich draußen? Aber du gehst feiern, ne, Hollander? Nein. Mich wirst du niemals irgendwo stockbesoffen in einem Club oder irgendwo anders sehen, nein.
Okay, ich poste jetzt Video Insta, Leute, folgt, ich mache jetzt mein Insta privat. Ich habe ein Video von Holländer, wo er stockbesoffen in einem Club ist. Kann nicht sein. Ist auch nicht. Ich war schon mal. Ich habe meine Erfahrung gesammelt. Jeder hat mal seine Erfahrung gesammelt. Ich war schon mal. Aber nein. Okay, Holländer, was macht Verlierer? Ich sag euch, Verlierer baut sich ein und splifft ihn innerhalb von 10 Sekunden vor der Kamera. Okay, wenn ihr wollt ihr um Strafen spielen, ne? Ja. Okay, hör mir zu. Der Verlierer holt sich bei der Tankstelle 5 Gorbatschow-Flaschen und äxt die innerhalb 30 Sekunden vor der Kamera weg. Ja. Ganz ehrlich, Holländer, Wallah, das ist nicht witzig. Ich meine das richtig ernst. Nein, ich meine, hör mal zu. Nein, ich meine es ernst. Hör mir zu, ganz kurz. Ja, dann nimm mal an. Ich nehme nicht an. Hör mir zu. Hör auf damit. Hier sind Kinder, die können das falsch verstehen. Hör auf damit. Der Verlierer splifft einen Joint innerhalb 15 Sekunden. Ich rauche keine, ich nehme keine Drogen. Nein, nimm an. Ich trinke keinen Alkohol. Der Verlierer baut sich ein und splifft ihn innerhalb 15 Sekunden weg vor der Kamera. Komm, denkst du, bist gerade witzig, wa? Nein. Ist nicht witzig, soll auch nicht witzig sein. Okay, nein. Wenn wir um Strafen... Verlierer 10 Zutaten, jetzt. Nein. Der Verlierer nimmt dieses Spray, in die Augen, 30 Sekunden, komm, nimm an. Willst du uns Strafen spielen? Komm, go! Bruder, du hast Angst, unter deine Haustür zu gehen. Du willst mit mir um diese Strafen spielen? Dann kommst du noch klar. Wallah, ich hab keine Angst aus meinem Haus. Wallah, ich hab keine Angst aus meinem Haus. Dann hör auf mit der Scheiße. Wie viel Mal muss ich dir das noch erklären? Hör auf damit. Okay, man hat das ein bisschen witzig und so. Ich weiß, du meinst es auch nur Spaß. Aber hör auf damit. Ey, Leute, ich bin heute müde und ein bisschen krank. Ich kann morgen Strafen machen, ja? Niemka. Sie ist krank. Lass sie doch. Ganz gut, Niemka. Niemka, hör dich auf sie. Geh raus, geh raus. Nein, das... Wallah, warte. Niemka, hast du Strafen heute? Nee, ich war ein bisschen krank heute. Was ist los? Gute Besserung. Nee, aber du hast auch schlechte Laune, das sehe ich richtig. Niemka. Okay, Niemka, gute Besserung. Es hat uns gefreut. Deswegen habe ich auch ein bisschen keinen Bock. Ciao. Gute Besserung, es hat uns gefreut. Ja, gute Besserung. Was nimmst du denn dazwischen? Warum lässt du mich denn nicht ausreden, Barella? Was ist los mit dir? Hä, was denn? Was, Skinny? Was ist das für Brille? Ich zeig dir richtige Brillen. Hier. Das sind richtige Brillen, Alter. Was? Der trägt mir hier irgendeine Motorradbrille. Das sind Brillen von Discord. Hier. Das sind Brillen. Und nicht was meine du Schwester. Willst. Meine Schwester. Das sind Brillen. Das sind meine Brillen. Schwester. Meine Brille ist Dr. besser. Dr. Ali Safari ist da. Hallo, hier ist der Bruder. Was geht, hä? Ist das ein Krokodil? Das ist ein Krokodil. Alter, was? Das ist jetzt eine professionelle Zahnreinigung. Wir müssen seine Zähne putzen. Weil es ist einer unserer Schützlinge. Warum hast du dieses Herzdings da? Alter, der hat da einfach einen Krupp. Willst du aussehen wie ein Arzt? Ich bin ein Arzt. Also, ich muss dich dabei nicht kennen. Aber warum nennst du dich nicht Ali Arzt? Das heißt Dr. Ali, aber egal. Komm, Leute, erlaubt mir ja, Jungs, eine Runde. Ich muss raus, Wallah. Nein, du bleibst drinnen. Jungs, ich muss die Ehre mit Ali Safari bleiben zu sein. Bleib mal hier. Bring Curry. Was willst du zu Hause, Junge? Was willst du draußen? Bleib mal zu Hause, Wallah. Verlierer lässt sich von Ali Arzt. Verlierer lässt sich von Krokodil beißen, Yalla. Bring Curry. Ey, was ist mit diesem? Ich hab vorhin gehört, irgendwas mit Frankie war wieder. Was ist los? Alles gut, alles. Ich hab... Nein, ich will wissen, weil du hast blockiert. Ich will es auch wissen, Bruder. Bruder. Er ruft mich seit 2-3 Wochen an. Der will irgendwelche Show machen auf die Leute, bla bla bla. Und dann haben wir doch letzte Mal gespielt. Er hat mir doch den Löwen nicht geschickt, okay? Ja. Das war's. Er ruft mich gestern an. Er fängt an, über viele zu reden hier. Ich will jetzt nicht keine Namen nennen. Ich will auch nicht erwähnen. Alles gut. Und Arafat ruft mich auch an, er sagt mir, was ist mit diesem Frankie, warum lässt er mich nicht in Ruhe? Er ruft Arafat an und sagt ihm, hey, wenn du mit mir nicht zusammenarbeitest, werde ich gegen dich schießen. Ich werde Sachen erfinden über dich, ist mir scheißegal, ich werde einfach loslegen. Die Leute glauben sowieso. Das waren seine Wörter, diese bescheuerten 1, 2, 3, die Leute glauben sowieso alles, was man sagt. Nee. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gestern mit ihm telefoniert.
Da sagte mir, ey, lass mal die Leute auseinandernehmen, wir verarschen die Community. Ich sage, nein, ich verarsche keine Community. Und ich mache sowas nicht. Dann haben wir so geredet, du weißt, normal geredet, alles gut. Plötzlich sagt er zu mir, ey, Yasser, ich habe eine Waffenlieferung. Drei, vier Kisten Waffen. Du kennst doch viele Leute, weißt du, wer die Waffen kauft? Wir machen richtig viel Gewinn. Ich sage, hör mal zu, Frankie. Gleich direkt habe ich ihm gesagt, hör mal zu, Frankie. Ich küsse dein Herz. Lass mich damit in Ruhe. Ich habe damit nichts zu tun. Ja? Ja. Nimm deine Waffen, irgendwelche Waffen, Handgranaten, irgendwas, die versucht er jetzt zu verkaufen. Er erzählt mir, dass er früher Zuhälter war, dass er war früher in irgendeine Schießerei verwickelt. Er hat auch irgendwie jemanden abgeknallt. Ich weiß es nicht, das hat er mir erzählt. Ob ich jemanden kenne, viel Geld zu machen, hör mal zu. Ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Ja? Lass mich in Ruhe, hör auf, Arafat anzurufen. Nimm deine Waffen und ruf uns nie wieder an. Hast du mich verstanden? Und heute kommt er, ja, weil ich ihm das gestern gesagt habe, kommt er heute und erzählt hier irgendwas auf der For You. Ich hab gesagt, was ich zu sagen hatte. Ja. Das habe ich gesagt, das ist der Grund. Ja, er will damit so machen. Entweder ihr arbeitet mit mir zusammen oder ich rede schlecht über euch. Er erpresst uns indirekt. Aber er weiß nicht, er kann uns nicht erpressen, egal was er macht. Ich war heute bei dem, ich habe ihm gesagt, wo er angefangen hat, so ein bisschen scheiße zu reden. Habe gesagt, komm, nimm mich schon kurz an. Habe ihm geschrieben, nimm an, aber der hat, wallah, das ist kein Mann. Der hat nicht mal, obwohl ganze Chat hat geschrieben, Ali Safari, nimm Ali Safari an. Der hat sich nicht getraut. Weil ich hätte ihn gefragt, er sagt, Vorbilder, mal Vorbilder, ihr seid keine Vorbilder, unsere Kinder und dies. Nein, du musst doch, guck mal, man sieht doch auf die For You viele Sachen, ne? Ja. Mal sind wir die Besten. Mal sind wir Vorbilder, mal sind wir die Schlimmsten, mal sind wir die Coolsten, mal sind wir die Schlimmsten auf der Welt. Merkst du nicht? Er ändert seine Meinung, als wenn er seine Socken wechselt. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist typisch, kann man nicht ernsthaft. Man hat gemerkt, Yasser, guck mal, Bruder, ich küsse dein Herz, wallah. Jeder, der hier mehr wie zwei Gehirnzellen in seinem Kopf hat, du brauchst dich nicht zu verteidigen, du brauchst auch nicht aufzuregen. Man hat gemerkt, was für ein ekelhafter Typ das ist und dass der nur auf Fame aus ist und dass der versucht hier irgendwie an, weißt du, guck mal, ich sag dir mal eine Regel bei TikTok. Die haben viele gecheckt, ja, viele dumme Leute haben diese Regel schon gecheckt. Willst du Fame bei TikTok, dann rede über Arafat oder über Abu Chakras. Es ist einfach so. Es ist eine Regel. Wenn ich jetzt hier rausgehe, Bruder Herz, und ich sag, ey, kommt alle bei mir in mein Live. Ich erzähle euch was über Arafat, über Yasser, über Abu Chakras, Stories, die ihr noch nie gesehen habt. Ich werde tausende von Zuschauern haben, weil was? Jeder an diese Eier ran will. Und diese No-Names, ja, ein Frankie ist ein hundertprozentiger No-Name. Der hat seit einer Woche, zwei Wochen ein paar Zuschauer, weil er die beleidigt. Er sieht sich als Vorbild. Der ist gar nichts. Der ist unter mein Eiri, dieser Typ, ja. Der Typ ist eine Nullnummer, ist ein Betrüger. Man merkt an seiner Art, er ist widerwärtig, wie er mit seinen Leuten umgeht, wie er mit den Zuschauern umgeht. Es ist einfach allerletzte Schublade. Und dann über einen Arafat zu reden, der nur über Islam-Content redet, ja. Der hier, ja, ne, der ist in ganz Deutschland. Guck mal, alle, ich will dir mal was sagen. Ich will jetzt auch nicht. Arafat hat auch viele Fehler gemacht. Ich habe viele 100%. Fehler gemacht. Jeder hat Fehler gemacht. Verstehst du, was ich meine? Aber man landet in einem Alter, wo man sagt, okay, haben wir das? Ich habe sehr viel falsch gemacht. Okay? Barella, hör auf damit! Leute, die, wo hier reinschreiben, nimm nicht tief und dies, das. Barella! Oh, ich bin einer der einzigen. Bleib doch mal eine Sekunde ernst, was ist los mit dir? Die noch nie bei. Ich kann nicht, ich muss machen. Warte, ganz gut, wir fangen gleich Respekt an. Und Wahrheit ist Wahrheit. Ich brauche nicht. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein Straight-Typ. Und ich brauche bei niemandem. Ich kenne jeden, ich habe mit jedem Kontakt und jeder respektiert mich. Ich bin der allerletzte Mensch, der bei irgendjemandem kauen muss oder sonst irgendwas. Alhamdulillah. Weil ich ein Mann bin für mich. Aber Hab ist Hab. Der Bruder macht nichts Falsches, Arafat. Und wenn er als Person kann man. Allah, bei Allah, du bist nicht lustig. Bei Allah, warte doch mal ganz kurz. Mach doch nichts. Nein, doch, hör doch mal kurz zu, fertig. Kann man ihn mögen, kann man ihn nicht mögen. 100.000 Sachen. Gibt's paar Sachen, die mir nicht passen. Gibt's paar Sachen, die denn. Es ist eine andere Sache, wie jemanden hier in der Öffentlichkeit schlecht zu reden.
Und wenn ich doch ein Lutscher bin und dies und das, dann kann ich auch bei Frankie, ja, Bruder, du hast recht, Frankie unter mein Eiri. Und jeder, der mit Frankie ist oder Frankie zuschaut, genauso. Ich scheiß auf euch und euer Fame und euer Möchtegern-Zuschauer. Ihr seid Müll der Gesellschaft. Leute, die so einen Typen feiern, der hier reinkommt und sagt, ey, dies, das, eins, zwei, drei. Und der wollte was von seiner Frau, von Bushido, seiner Frau, der Araf. Ey, das ist letzte Schublade. Weißt du, was das, weißt du, Ali, weißt du, was? Warte, Jasse, die ihn feiern, genauso unter mein Eiri. Die sollen mir entfolgen, mich blocken, ich scheiß auf euch. Ihr seid nur Nummern, die so einen Typen folgen. Alle, guck mal. Ich mach dir ein Beispiel, ja? Ja, bitte. Wir haben uns doch kennengelernt durch TikTok, ne? Ja. Okay. Jungs, guck mal. Wir haben uns noch nie live gesehen, wir waren noch nie unterwegs, wir waren noch nie ja, feiern, klar. Richtig? Ja, klar. Ja, schon. Warte mal ganz kurz, eine Sekunde noch. Hier, guck, was. Hier, hör doch auf, Alter, was sind. Alle, Ibla, komm, geh mal raus, Wallah, geh mal raus. Hier. Geh mal raus. Wallah, der ist geil, dieser Holländer. Wallah. Was ich damit sagen will, ich kenne dich nicht, war mit dir nie unterwegs, okay? Yeah. Ja. Wie kann ich Sachen von dir behaupten, ja? Yeah. Wie kann ich Sachen von dir behaupten, wenn ich dich nicht mal kenne, noch nie privat gesehen habe? Tja. Hör auf! Voila, Holländer, dafür ist auch dein Plus, ich höre alles. Du bist mir sympathisch geworden. Ich wollte nur hier zwischen den Zähnen den Dreck wegmachen. Sag mal, aber warte doch, bis wir fertig sind mit Reden. Für den Igna Gründe, Alter. Arifit, dann kann ich doch nicht sagen, Wallah, Ali ist so, Ali, ja, ich weiß doch nicht über dich. Bruder, das geht nicht. Und das, was er doch sagt, man merkt doch, jeder Mensch, der mehr wie 12 Gehirnzellen hat, ich küsse doch dein Herz, hat gecheckt, was, worauf er hinaus will. Er sagt noch in diesem Live, ey, ich habe Arafat angerufen, habe gesagt, komm, wir gehen einen Kaffee trinken, aber Arafat hatte Angst. Habibi, ja wusser, ja nichts. Als du mit diese gekommen bist, Arafat hatte keine Angst. Soll er jetzt vor dir Angst haben? Ja, genau, das ist Schlucke. Und guck mal. Habibi, ja. Arafat war, letztes Mal, er war noch so korrekt und hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Sharif, da ist nichts dran. Er hat ihn noch. Also ich schwöre bei Allah, genau das ist die Wahrheit. Danke, Kudil ist gut. Nein, aber der chillt bei mir. Ich kraul ihn die ganze Zeit und deswegen chillt er. Ali, was essen Krokodile? Was essen die? Komm, ich besuche ihn dann, ich zeig dir, Bruder. Aber essen die so normale Sachen oder was anderes? Fleisch. Nicht Milch, oder? Milch? Ja. Nein, die trinken keine Milch. Deswegen, Yasser Habibi, Wallah, lass dich gar nicht auf diesem Niveau ab. Nein, Ali, guck mal, ich habe jetzt darüber geredet. Ich habe auch gesagt, ich will nicht mehr. Du hast mich jetzt gefragt und ja, und hast deine Meinung. Ja, weil ich es mitbekommen habe. Guck mal, egal was, ich werde nicht mehr seinen Namen nur erwähnen. Das war's für mich. Ist auch besser so, Bruder. Der ist ein bisschen aufgeregt, weil du ihn letztes Mal auseinandergenommen hast. Du hast einen Trick gegen den gemacht und dein Trick ist aufgegangen. Deswegen, der ist ein bisschen abgefuckt gewesen. Aber Wallah, das, was er macht, ist unterste Schublade mit Frauen, mal Frauen einmischen und dies, das. Alles gut. Auf Zustand, schau mal. So, Leute. Was mit dieser Holländer? Holländer! Ja, Wallah, da hat jemand was Gutes gesagt. Ignoranz ist die beste Bestrafung. Das, Wallah, 100%. Wallah, ich werde ihn nie wieder erwähnen. Der Typ ist... Der Play wartet, ja, der ist beim Zahnarzt. Ihr wisst, Ärzte lassen euch auch immer warten und chillen. Wir machen dieses Match und nach diesem Match machen wir hier eine professionelle Zahnreinigung. Ich riskiere meine Finger, ihr könnt dabei sein. Aber erstmal gewinnen wir dieses Match, Leute. Und wenn wir nicht gewinnen, wir machen so lange, bis wir gewinnen. Ich küsse eure Herzen. Alle zusammen liken. Jetzt kommt alle zusammen. Alle zusammen liken. Liked alle auf meinen Kopf, danke Barolo. Kommt jetzt alle zusammen. Offiziell und Arafat liken. Eins. Alle zusammen liken. Liked alle auf meinen Kopf. Humboldt. Ahla Humboldt. Das habe ich gut gemacht, Leute. Warum schreibt ihr, ich habe es gut gemacht? Was habe ich gut gemacht? Leute, muss man blind sein, um zu sehen, was ich arbeite oder was ich bin? Yasser hat Stress mit Coach. Warum? Hast du gehört? Hat einer das Screen-Recording gemacht? Ja, bitte, hast du gehört, was Varela gesagt hat? Was denn?
Er liest, Yasser hat Stress mit Coach Frankie. Hä? Warum? Der sagt, warum? Wir reden seit einer Stunde darüber. Nein, bei mir, guck mal, bei mir, bei Rella, bei Allah, Rella ist entschuldigt. Er hat Green Card bei mir. Er ist entschuldigt, Mann. Er sagt, trinken Krokodile Milch. Frankie unter mein Eiri. Wenn er Barella, hör auf, Barella, Barella. Irgendwas gegen dich gesagt hat, Coach Frankie unter meine Eiri. Wallah. Leute, macht Panther, ich küsse eure Herzen. Jeder von uns hat Löwen hier drinnen. Wir machen jetzt die letzte Runde. Ich wollte kurz mit den Brüdern sein, dem Bruder wieder ein Lachen ins Gesicht zaubern, hier ein bisschen mit ihm Spaß machen und dann gehen wir raus. Yalla. Leute, alle zusammen. Ja, Wallah al-Azim, ja, Ali. Wallah al-Azim. Liked alle auf meinen Kopf. Eine Rose. Ein bisschen Spaß mal haben. Zwei gleich. Mal zwei. Danke, Highbike, Bruder. Guckst du sowas an? Sagst du, Allah, was los hier? Nein, eine Rose. Danke an alle. Ihr dürft euch da gar nicht drauf einlassen. Danke an jeden, Leute. Ganz einfach, ignorier den Fetch raus. Der ist ein No-Name und der wird immer ein No-Name sein. Alles mal zwei. Das ist einfach so. Armani. Ich küsse eure Herzen, Leute. Jalla, Leute, tippen. Und macht hier Tantana. Hallo, danke. Salam, Lisa, ich danke dir, Lisa. Genau. Ist nicht mein Mann, nee. Im Ausland. Bist du Arzt, ja? Zahnarzt heute. Heute bin ich Zahnarzt. Danke an alle, ich küsse eure Augen, ehrlich. Dankeschön für die Brille. Wo sind meine Löwen? Wo sind meine Leute? Danke an jeden Einzelnen. Lisa, ich küsse dein Herz. Celine, vielen Dank. Dina, vielen Dank. Wurde nicht gebissen, ja, ich wurde gebissen. Danke. Frankie versucht dich zu sperren. Frankie kann versuchen, was er will, oder? Stellt euch bitte im könnt euch Fitnessfrage stellen. Frage. Ich küsse eure Herzen. Alle Thailand zurück. Leute, können wir mal hier auf den Putz hauen? Ich küsse eure Herzen. Ja, Wallah, Elena, hast du recht. Alles, Mo, ich küsse dein Herz. Holländer! Holländer! Mo Comedy Habibi. Holländer! Maskini ma braka ma nifo. Können wir besser, ich küsse eure Herzen. Ja, du Sassi. Hör auf deinen großen Bruder, Yasser. Hey, Bruder Luigi, ich küsse dein Herz. Bleib zu Hause, Bruder, glaub mir. Wallah, ich muss raus. Yasser, Wallah, Billah, ich bin verabredet. Können wir besser, ich küsse eure Augen. Na. Wir dürfen jetzt den letzten Platz sein. Wir haben eine Frau verabredet, richtig? Und danach geht's los hier, Leute. Allah, bitte, Leute, Leute, Rasho, Habibi Rasho. Und viele, da ganz genau. Ey, Holländer, du bist verabredet mit einer weiblichen Person, ne? Nein, Wallah, nein. Ey, ich war verabredet. Ich hab gesagt, ich kann nicht. Ich muss mit Yasser live. Ich hab aufgeregt, auf Gesicht. Ich hatte den Verabredungsfrau. Ich kann nicht. Ich muss in Dubai, Leute. Ich glaub dir nicht. Wallah. Aber Barella, du brauchst eine Frau, du musst heiraten, Bruder. Nein, ich will. Hey, Wallah, ich will auch.